Wir reisen zurück zum letzten Checkpoint, wieder in den Sumpf. Und jetzt haben wir zwei Auftraggeber, die dieses Herz haben wollen. Und wir haben vor allen Dingen unsere Ausrüstung ein bisschen aufgerüstet oder teilweise auch neue Ausrüstung uns geholt. Mhm. Ich habe jetzt leider nicht mal meine Helfershelfer, aber ich habe halt jetzt so ein echt hübsches Gewehr. Hast du das auch hier gemacht, dieses Holzgewehr? Dieses Mal das irgendwas, ja, aber ich habe es nicht aufgewertet. Genau, ja, aber ich bin gespannt, was das. Schieß mal gleich einen über den Haufen damit. Hier, guck mal, hier sind ein paar Probanden. Ja, das ist wirklich eher so ein Scharfschützengewehr. Ach, das hat tatsächlich ein Zielfernrohr. Ach was. Okay. Also da kann ich hin und her schalten zwischen. Ah, und dann hast du diese aufgeladene Kanone, die hier so ein Vortex scheinbar erzeugt. Alter, okay. Okay, das probieren wir gleich mal. Wie viel Schuss hat die? Im Magazin hat sie 5. Und insgesamt, weißt du das noch? 40. Oh ja, so wie meine dann, okay. Oh, okay, und mit dem Scharfschützengewehr, wenn man tatsächlich den Schwachpunkt trifft, dann haut es ja wirklich sehr rein. Ja, das ist crazy, ey. Deswegen suche ich da immer nach. Das Ding lädt aber geil nach. Das hält ihn dann so hoch und dann drehen sich oben die Blätter. Dann sind es halt wieder mehr Blätter. Ah, guck mal, nächster Dungeon. Ja, rein. Wahrscheinlich kommen wir jetzt gleich zu diesem Biest. Meinst du, das ist jetzt ja schon gleich? Andererseits, ja, warum nicht, ne? Bis jetzt geht's ja doch relativ Schlag auf Schlag. Ja, das stimmt. So. Vielleicht sollten wir uns mal ein paar mehr noch von diesen Spielen raussuchen. Also ich habe ein paar von diesen Titeln so ein bisschen in die ähnliche Richtung gehen, die immer so auf meiner müsste ich mal endlich mal wenigstens mal alle Level mal spielen Liste. Aber da ich sonst auch niemanden habe, also zum Beispiel sowas wie die beiden Vermintide-Spiele zum Beispiel, weißt du? Ich finde die so vom Warhammer Vermintide. Ach, das haben wir auch schon zusammen gespielt, ne, oder? Echt? Ich meine, in dem Mac-Stream haben wir das. Ah, das kann sein, dass wir das mal gespielt haben. Aber das ist immer, wenn da irgendwie so viele dabei sind, da kriege ich auch immer gar nichts mit von, was da eigentlich passiert. Die sehen echt cool aus, die Gegner. Ja, das Level sieht doch cool aus. Es hat ein bisschen sowas von Blight Town oder wie das hieß. Ja, genau. Ach Gott, erinnere mich nicht daran. Obwohl es ja im Dings, im Remaster läuft es ja wunderbar. Performance-wise, ja, da hat man sich früher halt durchgequält, aber diese scheiß Pfeil, diese Spuckrohrtypen da. Ja, diese Gift-Tiny ist da. Und du nix an, kommst du top durchs Level und dann toxic. Und du stirbst einfach daran, weil das super schnell runtertickt. Ja, auch diesen super engen Gängen und sowas alles und wo du dann so tief runterfallen konntest, das war schon ein bisschen heavy. Aber das, was cool an Blighthorn ist, und das muss ich echt sagen, das finde ich auch heute noch. Da gibt es halt so viele coole Sprünge, die du machen kannst, um noch so Secret Items und Schwerter und so zu finden. Ey, hammergeil. Ich weiß noch, wie geflasht ich war, als ich den Weg zu diesen Dings gefunden hatte, zu diesem. Guck mal, der hebt seinen Hammer wieder auf. Das ist ja geil. Der sieht einfach total cool aus.
Kannst du deine Heilung mal kurz platzieren? Oh ja. Ich war so geflasht, als ich diese geheime Truhe in diesem Baum gefunden hatte und dann wirklich nur durch absoluten Zufall noch die Wand dahinter auch nochmal dagegen gehauen habe. Und dann ist da halt ein komplettes Gebiet. Jo. What the fuck? Die Dragon, wie heißt das nochmal? Irgendwas mit Dragon, glaube ich. Wo du so tief runter musst, wo auch dann diese komischen Pilz-Hinies so sind und so. Oh, Vorsicht, nicht nah ran. Oh. Ja, nee, die Frösche sind da auch noch. Die sind richtig böse an einer Stelle bei den Wurzeln. Da diese Poison-Frösche. Boah, ey. Das ist echt cool. Ich muss ja sagen, bei 3 gibt es ja auch sowas. Nur mit, ich weiß, hast du Dark Souls 3 hast du gespielt, ne? Ja. Noch nicht ganz durch, aber... Da gibt es ja ein Gebiet. Ich weiß nicht, ob du das... Also, falls du dir das nicht durchgelesen hast, bezweifle ich, dass du das Gebiet gefunden hast, aber... dieses Gebiet, wo du... so eine Geste machen muss an so einem... Damit du von diesem Drachen abgeholt wirst. Ja, genau. Das habe ich mir tatsächlich dann... Also ich habe es angefangen so zu spielen, ohne und irgendwann, weil ich auch echt lange gespielt habe, habe ich dann doch immer mal geguckt, okay, was gibt es so an geheime Areas, was muss ich dafür machen? Weil ich auch wusste, ich will das sicherlich nicht, oder ich werde einfach nicht die Zeit haben, das zweimal durchzuspielen. Dann habe ich das gelesen mit dieser Drachengeste da. Ja, das ist auch krass. Also es sind ja dann auch irgendwie 2 G-Bosse, die da irgendwie kommen. Erst dieser Drache, den du ja auch so mit diesem, wo du auch erstmal drauf kommen musst, dass du halt da irgendwie auf den Rücken springen musst und diese ganze Scheiße. So weird. Nee, musste also mega cool, aber ein bisschen, ich finde ein bisschen zu verrückt, weil das geht eher so in so Richtung Schwarmintelligenz, weil das findet ja kein Otto-Normalspieler selber raus, dass man genau an dem Punkt da diese eine Geste macht. So. Also vielleicht gab es irgendwo eine Beschreibung, die ich übersehen habe, aber ich meine nicht. Aber ich finde, das ist schon ein bisschen zu extrem. So. Ja, aber das ist halt so ein bisschen so der Kult, der sich bei diesen Spielen entwickelt hat. Ja. Dieses die Community sucht dann halt da Monate und Jahre lang nach den Geheimnissen. Das macht, finde ich, aber das Testen von diesen Spielen auch unglaublich schwer. Weil du kannst ja natürlich nicht erwarten, dass ein Tester das alles findet. Also, das ist ja Schwachsinn. Also, was soll denn das? Ist ja nicht realistisch. Aber das macht die echt schwierig, weil du kannst dann auch irgendwie durchaus ein bisschen daneben liegen, wenn du halt so denkst, so geil, und dann merkst du irgendwie im Moment, ich habe das halbe Spiel verpasst. Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, da habe ich immer. Ich hatte ja zum Beispiel, ich weiß noch, wo du zu mir gesagt hast, hast du nicht Lust auf Tunesien? Ja. Und ich dachte mir, ja, habe ich safe mega Bock drauf. Und dann hatte ich aber richtig Schiss, weil so gerade so Souls-like-Games, die nicht von From Software sind, so, da hatte ich dann so Schiss, dass das dann so Games sind, wo du dann einfach nicht weiterkommst, weil du hast irgendwas nicht gerafft, du hast irgendeinen Gegenstand nicht aufgenommen. Ja, das kann schnell mal passieren. Weil der Boss dann ultra knüppelhart ist oder so, und dann kannst du nicht nachlesen irgendwie, wie geht dies, wie geht das. Ja, da habe ich immer so eine Angst vor in Tests, wenn ich irgendwo an eine Stelle komme, wo ich einfach nicht weiterkomme, weil ich irgendwie zu blöd bin. Ja. Mir kann halt niemand helfen, dann stehst du halt so da und denkst so, fuck, was soll ich machen? Das ist echt... Das ist echt hart. Muss ich sagen, hatte ich echt ein bisschen Schiss, aber ich war dann ja nicht allzu lang und ich bin ganz gut durchgekommen. Da ist es gut gegangen. Aber ich glaube, Wolong... Boah, wäre hart gewesen, glaube ich. Naja, da sitzt du eine Weile. Ja. Wobei man zum Beispiel bei Wolong, also das musst du ja nicht, zum Beispiel nicht unbedingt durchspielen, weil wenn du da irgendwie deine 30 Stunden drin hast, dann, also wenn dann noch irgendwie was kommt, was mega Hammer ist, oder das Spiel bis dahin irgendwie scheiße war, dann musst du halt auch irgendwann mal ab einem gewissen Punkt sagen, ja, mag ja sein, dass da irgendwo nach 60 Stunden irgendwie was Geiles kommt, aber wenn man sich vorher 60 Stunden durch Scheiße button muss, ja, das geht ja auch nicht. Ne? Das war jetzt bei dem nicht so, Wolong ist cool. Aber das gewisse Tendenzen gibt es ja dann da doch. Ja, das stimmt. Aber ja, das macht es manchmal echt nicht so einfach.
Ja, und ich meine, es gibt ja auch einfach Spiele, die kannst du im klassischen Sinne fast gar nicht so testen. Also so Live-Spiele, du kannst ja zusammenfassen, was ist da so drin grob, aber die ändern sich dann auch so sehr im Live-Spiel und sind auch so oft davon abhängig, wie du die erlebst. Ne? Da kann so ein Test, was er ja fast immer nur sein kann, aber da ganz besonders, halt auch nur eine Annäherung sein. Und da muss man dann vielleicht auch ein bisschen versuchen, in seiner Erzählung eher erstmal klar zu machen, okay, aus welcher Richtung kommt man und kann der Zuschauer, ist man mit dem Zuschauer auf einer Wellenlänge, dann kann man ihm vielleicht weiterhelfen. Und ansonsten muss man vielleicht zum gewissen Grad auch sagen, hey, kein Test ist für jeden nützlich. Also, wenn es jetzt nicht gerade die Mega-Warnung vor ist, ist alles kaputt und alles offensichtlich mega scheiße. Ja. Aber das sind ja die allermeisten Spiele nicht. Die allermeisten Spiele haben ja ihre Stärken und Schwächen. Und dann geht es halt ein bisschen drum, okay, was für eine Art von Spielertyp bist du? Was ist dir wichtig? Was funktioniert für dich? Und das irgendwie ein bisschen zu vermitteln und zu erzählen. Und dann zu versuchen, so eine Art Annäherung zu schaffen. Weil mehr ist einfach nicht, mehr geht oft gar nicht. Ja. Ist ja auch mal diese Illusion vom der objektive Test, ein ausgewogener Test. Ja, das gibt es vielleicht. Und es ist auch ein Unterschied zwischen Objektivität, die man versuchen sollte zu wahren, und sowas wie diese Idee von einem objektiven Test, und nach dem Motto, als würde man jetzt eine Waschmaschine testen und checken, wie viele Umdrehungen die hat. Ja, das kann man vielleicht machen und dann feststellen, ja, sie hat 600 Umdrehungen. Aber selbst die Einschätzung, ob das zum Beispiel gut ist am Ende für die Wäsche, könnte schon eine sehr subjektive sein. Und das stimmt. Wie soll man dann auf einen objektiven Test kommen? Das ist immer eine Annäherung, ist immer eine Illusion. Ich finde das immer so albern, wenn dann Leute so schreiben, ja, das ist jetzt nicht objektiv genug oder das ist jetzt, dem gefällt das nicht und das ist jetzt, wo ist denn das hier als objektiver Test? Es gibt keinen objektiven Test und das ist auch völlig Ordnung so. Ich meine, warum gibt es unterschiedliche Kritiken zu Filmen? Also warum gibt es Filme, die einem gefallen und einem anderen nicht? Natürlich ist es immer eine Annäherung. Also, ja, ich finde, man kann immer Teile kann man immer objektiv bewerten. Wie zum Beispiel bei einem Film, wenn man sagen kann, ja, okay, CGI ist kacke. So, ja, gut, da können sich wahrscheinlich alle drauf einigen. So, ne? Wenn das faktisch einfach nicht gut gemacht ist, weißt du Bescheid, ja, gut, alles klar. Aber ich weiß, macht das den Film dann auch gleich schlecht? Ne? Eben, ne? Das ist halt das Ding. So, ne? Wie sehr ist das dann? Das ist ja bei Spielen auch so. Ich meine, Bugs, das kannst du objektiv bewerten, ja. Es läuft gut oder es läuft halt nicht gut oder. Das geht ja dann immer so, ne? Ja. Nur, ich finde, das Einzige ist so, dass man vielleicht, hatte ich jetzt persönlich noch nie den Fall, aber dass man vielleicht so, wenn ich jetzt zum Beispiel Dark Souls 4 testen würde, dann müsste ich auf jeden Fall achten darauf, also ich persönlich glaube ich, dass ich so diese Fanboy-Brille immer weit weg tue, immer zwischendurch, so von wegen, ja, das ist nicht ganz so geil, aber ey, Dark Souls, so, da muss man, finde ich, immer ein bisschen aufpassen, so, weil ich habe auch schon jetzt nicht auf GameStar unbedingt, aber generell halt auch so Tests gesehen, wo ich mir halt immer dachte, ja, das hört sich so an wie jemand, der die Serie einfach sehr liebt, so, aber das hilft mir überhaupt nicht weiter als Käufer jetzt, so. Naja, kommt aber auch wieder drauf an, wenn du halt Käufer bist, der die Serie halt auch liebt, dann hast du da auch wiederum andere Ansprüche dran. Gerade bei einem Souls-Spiel ist das so schwer, für wen genau schreibst du das eigentlich, weil das die Zielgruppe so unterschiedliche Bedürfnisse vielleicht auch hat. Das weil gerade Tests sind ganz oft auch gar nicht so sehr ein soll ich mir das jetzt kaufen oder nicht, Ding, sondern ein, ich überprüfe mal meine Meinung. Ja, also, stimmt. Ganz oft wird dann so geguckt, ja, okay, das wurde jetzt getestet und habe ich das auch so empfunden wie der Tester? Ja. Deshalb werden die auch dann manchmal so sehr emotional aufgenommen, weil wenn dann irgendjemand ist, der es sich gekauft hat und auch vielleicht viel Geld ausgegeben hat und das dann auch irgendwie Spaß mit hat oder vielleicht auch nicht so ganz eingestehen will, dass es durchaus ein paar Schwächen gibt, die einfach so da sind, dann wird das ja manchmal auch sehr, sagen wir mal, emotional dann ausgedrückt, wenn man da nicht mit einer Wellenlänge mit ist. Sehr, sehr diplomatisch. Ist ja nicht schlimm, ich meine, es ist halt normal, aber... Ja, die YouTube-Kommentarwelt ist eine andere. YouTube ist ja eh nochmal so eine Nummer für sich, das ist ja ist halt einfach eine soziale Marktschreier-Plattform. Man muss die Inhalte so vermitteln und... sie werden auch so aufgenommen. Das muss einem auch zum gewissen Teil klar sein, dass so ist einfach diese Spielwiese da. Ja. Ach, das sieht ja geil aus. Einfach mit Humor nehmen.
Weil es natürlich auch nicht immer geht. Also. Ach ja, aber zum Beispiel, ich habe ja das hier das Testvideo zu COD Modern Warfare gemacht, zu dem Multiplayer. Waren auch einige Kommentare wieder darunter, wie lass doch mal irgendwie Leute, die nicht 40 sind, die vorm Rechner einpennen, das Ding spielen. Oder, ist halt auch so Kott, ne? Da kannst du eh nicht mit gewinnen. Also, ja, halt, so weil Quatsch. Du halt nicht die 360 No-Scope spins ununterbrochen machst. Ja. Aber das ist ja auch mal so geil, dass du dieses, also es gibt sicherlich, man sollte die Spiele schon mal so halbwegs können, aber immer diese Illusion mit von wegen, dass Spieletester sehr, sehr gute Spieler unbedingt immer sein müssen. Das ist Quatsch. Ja, und das kommt ja drauf an. Vielleicht kommen die auch aus einer anderen Richtung. Vielleicht, weil ich zum Beispiel spiele eher so Taktik-Shooter und nicht so sehr diese schnellen. Und deswegen bewege ich mich natürlich dann auch in dem COD erstmal anders, weil ich es nicht gewohnt bin. So, ne? Ja. Aber the aim ist trotzdem on point. Können wir nichts erzählen. Ja. Und ist ja down. Jo. Aber die waren teilweise so funny geschrieben, ich konnte ja gar nicht sauer drüber sein, weil teilweise stimmt's ja sogar. Fucking alt, was soll ich sagen? Aber ich, diese Illusion halt immer mit dem von wegen, dass irgendwie jetzt Spieljournalisten super gut die Spiele können sollen, das ist Quatsch. Sie schreiben halt ja nicht für die absoluten Profis. Sondern sie schreiben ja eher für in der Masse dann doch eher für den Durchschnittsspieler. Ja. Ey, das ist ein total geiler Bossgegner, so diese mega, ganzen Dinger, die er raushaut und so. Hey, was? Aber ist auch eine endlose, das werden wir immer haben, dieses Gespräch. Jetzt bin ich gerade down, jetzt müsstest du mich mal schnell retten. Oh, warte, ich komm. Aber manchmal ist es schon ein bisschen frustrierend. Also. Oh. Ah, direkt unter dir im Wasser ist einer. Ja, der kommt. Ach, da! Ach so, komm, hab ich gar nicht gesehen. Weg mit dir. Ach, Mann, ey. Jetzt haben wir auch eine Geburt, ey. Danke. Schlammgefäß, das war einer von den großen Bossen. Ja, verdammt! So läuft das hier! Ja, gut geschafft. Ist auch wieder eine schöne Arena gewesen. Also, es sieht auch wieder sehr hübsch aus. War das jetzt der Bruder, den wir da killen mussten? Keine Ahnung. I couldn't tell you. Nee, die Bestie im Sumpfgebiet finden müssen wir immer noch. Also, alles gut. Ist nochmal eine Hausnummer größer. Noch ein bisschen größer. Ja, oder halt auch so ein Spiel jetzt wie so ein Baldur's Gate, ne, wo es halt auch so unglaublich viele Varianten gibt, wie du das spielen kannst. Ne? Da kann auch ein Test halt auch immer nur eine Annäherung sein. Du kannst halt von niemandem erwarten, dass das 10-mal durchspielt. Wie soll das gehen? Also, das ist Quatsch. Ich finde, Hauptsache, es ist in sich irgendwie stimmig. Weil zum Beispiel, da habe ich, also ich gucke aus Prinzip schon lange keine Testvideos zum Beispiel mehr von IGN, weil ich mir immer denke, die wollen mich doch, also die verkaufen mich doch für bescheuert, so, weil so die, zum Beispiel im Test kommt dann, die Performance hier an manchen Stellen, zum Beispiel, du musst dir erstmal von Star Wars Jedi Survivor angucken. Ja. Und dann kommt halt, hier das Kampfsystem, bla bla, hier die Performance, hier gibt's mal Frame am Bruch und bla bla, und ich finde, das war schon sehr, sagen wir mal, nicht ganz so drastisch ausgedrückt, wie es eigentlich ist vom Zustand. Ja. Und dann kommt am Ende, hast du halt so Summary, wo dann so auch positiv wie auch Negativpunkte ausgezählt wurden, und bei manchen Spielen sind die Negativpunkte so lang, und dann kommt
deswegen für Fans des Genres können wir es empfehlen. Alle anderen warten noch ein bisschen, bis es im Sale ist, 9 von 10. Und du denkst so, hä? Also, die euch denn davor gerade zugehört? Ja, wenn sowas nicht zusammenpasst, ist auch immer eine Herausforderung tatsächlich. Oh, warte mal hier, können wir kurz nochmal, ich habe die Tür hier aufgemacht, die können wir nochmal kurz speichern. Ja. Ah, gut, sehr gut, sehr gut. Haben wir wieder ein bisschen Munition. Ja, stimmt, ich habe nämlich gar nichts mehr. Ach, hier weg mit euch. Jetzt? Ah, ne, hier ist auch noch wer. Jetzt? Ja. Ja. Wo kommen die denn alle her? So, jetzt aber. Ja. Oh, schnell. Ah, schon wieder eine. Scheiße. So, jetzt war jetzt, Ruhe, oder? Jetzt geht's. Da sind vielleicht noch welche. Ja, das ist, also gut, du hast relativ oft bei den amerikanischen Reviews, da spielt halt keiner auf PC, ne? Also, das merkst du ganz, ganz oft, dass du dann so, ich schaue mir dann die PC-Version oft an und denke halt so, das kann doch wohl alles nicht wahr sein. Was ist denn hier? Also, das war ja dieses Jahr wirklich extrem. Das war bei so vielen Titeln, wo ich so dachte, also auch in Hogwarts und so, das gibt's doch nicht, ey. Hast du High-End-Hardware? Wie willst du die Spiele in der Grafik spielen, mit der sie auch beworben werden? Ja. Also, weil dann oft immer dieses Argument kommt mit, ja, Grafik ist ja nicht so wichtig, dann stelle ich halt was runter und ich brauche nicht Raytracing und tralala. Ja, aber es geht ja auch ein bisschen um einen Grad der Fairness. Die Werbung wird auch nicht, die Trailer werden nicht aufgenommen mit Low-Einstellungen. Also, und irgendwie finde ich es... Vor allen Dingen nicht mit Frame-Drops. Ja, ja. Und dann ist halt so, wo ich so denke, ja, warum... Das muss man nicht als Majestätsbeleidigung empfinden, wenn man das dann mal sagt. Es kann immer noch ein cooles Spiel sein, aber das heißt noch lange nicht, dass man das nicht trotzdem zum Thema machen sollte. Ja, vor allen Dingen, wenn man, also klar, Grafik ist nicht alles, ja, alright, aber ich habe fucking 2000 Euro für die scheiß Karte gezahlt, jetzt im Sinne, zum Beispiel, stell mal vor, du hast die 4090 geholt. Ja, ja. So, ich habe zwar 2000 Euro dafür ausgegeben, ich spiele das gerne mit 20 FPS. Ja, das ist halt echt so ein Ding. Kannst du keinen erzählen. Das geht halt nicht, also... Und ich meine, das ist ja auch immer ein bisschen so ein Ding, wenn du halt jetzt was hättest, wo du sagen würdest, okay, das ist so cutting edge, das ist so neu, so krass. Also was zum Beispiel jetzt eine Path-Tracing-Version von Cyberpunk, wenn die jetzt halt echt nicht unbedingt super performant läuft, was sie ja kurioserweise sogar zumindest mit DLSS 3 durchaus macht, also auf 140-90, da kannst du ja bis über 100 FPS kriegen. Ja, V-Sync funktioniert noch nicht, das ist nervig, aber das geht zumindest. Ja, ich brauch's halt für die Videos, ne? Weil das ist halt, also ich habe auch einen V-Sync-Monitor dran, aber ich nehme ja quasi immer, wenn ich Videos aufnehme, kann ich das ja, brauch ich's ja so. Das hast du recht. Aber bei so einem Ding, da würde ich dann sagen, okay, ich kann nachvollziehen, warum es da gewisse Grenzen gibt. Da sind wir halt wirklich absolut an der Grenze dessen, was gerade technisch machbar ist. Ja. Und das ist ja auch noch, dann ist auch noch Work in Progress. Und du siehst halt auch noch, ja, das Denoising ist einfach noch nicht gut. Es ist dann sehr viel Unruhe im Bild drin. Mit der Path-Tracing-Version. Aber es ist halt auch einfach mal ein fucking Open-World-Spiel mit unfassbaren Details, gepath-traced. Das ist ja immer, was dann viele Leute nicht schnallen, was das eigentlich für eine technische Leistung ist. Also wie krass das ist, wenn man sich das mal überlegt. Und das ist halt auch kein, es ist kein Gimmick, das ist der nächste Schritt der Grafiktechnologie. Es wird vielleicht vermarktet wie ein Gimmick momentan noch, weil sie ja ihre Hardware verkaufen wollen, aber das ist die Zukunft, die wir da sehen. Und wenn dann mal was nicht gut läuft, ja, okay, von mir aus. Aber sorry, in Jedi Survivor, relativ überschaubare Gebiete, ja, auch Raytracing mit drin, aber auch nicht sonderlich eindrucksvolles Raytracing. Und das ist einfach scheiße optimiert. Also da ist auch, das hat nichts mit von wegen, oh, das geht mit dieser Technologie nicht besser, wir brauchen bessere Hardware. Nee, das ist einfach scheiße optimiert. Wenn dann irgendwie ein paar Monate später Patches kommen, die das besser machen, bei dem ist ja noch nicht mal so wirklich passiert, aber wir haben genug Spiele in letzter Zeit gesehen, die dann halt ein paar Monate später auch plötzlich flüssig liefen. Ne? Weil du denkst, wir wollten die doch verarschen. Also das ist einfach scheiße umgesetzt gewesen. Ja, Fun Fact, auf der PS5, ich hab's ja auf der PS5 gespielt und da kann man im Performance-Modus
der läuft halt richtig ranzig, auch immer noch. Ich hab's vor 2 Wochen das letzte Mal gespielt, weil halt auch lustigerweise ein Trophäe verbuggt war. Also ein ganzer Nebenquest-Strang, wo du so Bounties machen musst und komplett nicht startbar für ganz viele Leute. Okay. Kam dann auch ein Patch dann nach 2 Monaten. Es läuft immer noch ranzig. Also selbst jetzt, es läuft immer noch ranzig. Ein bisschen besser ist es, aber woher immer noch Framedrops ohne Ende. Und das und so weit, wie ich das bei Digital Foundry gesehen habe, liegt das zum Teil auch daran, dass im Leistungsmodus Raytracing immer noch an ist. Und das ist bei den meisten Spielen ist ja Leistungsmodus ist ja immer ohne Raytracing. Ja, ist eigentlich oft aus, ja. Und ich verstehe, warum ist das irgendwie hardbaked da drin oder nee, so? Nee, oder kann man ja das nicht einfach. Ja, eben, ne? Eigentlich müsste das doch kein Problem sein, das einfach auszustellen, oder nicht? Ja, da ist auch was nicht gut gebaut worden. Also. Das ist so wild auf jeden Fall. Und das ist unfassbar schade, weil dieses Spiel so gut ist. Es macht wirklich einfach nur Spaß. Es ist. In jeder Hinsicht, so wie man das so von so einem Nachfolger wartet, es macht ein paar bisschen größere Gebiete, Kampfsystem ein bisschen mehr, von allem ein bisschen mehr und gut ist so, ne? Also ich hab so rein gameplay-technisch bis vielleicht auf den. Wo ist der denn hingeflogen? Oh, damn. Bis auf den wieder mal zu kurzen Ausweichschritt, den ich in so Spielen immer hasse, wenn der nur so einen kleinen Sidestep macht. Habe ich eigentlich echt nichts zu beanstanden und das macht es so schade, ey, für dieses Spiel. Ja, ja. Tut mir die Entwickler immer richtig leid, ey. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich meine, für die meisten für einen gewissen Teil in der Praxis ist es ja auch gar nicht unbedingt so schlimm, weil viele von den Spielen werden dann doch irgendwann, irgendwie ein Jahr später, sind sie dann in Ordnung. Also jetzt hier zum Beispiel auch PC-Version. Von Batman Arkham, ne? Wenn du das heute spielst, sieht immer noch fantastisch aus und läuft halt viel geil jetzt. Aber gerade für die, die zuerst ankommen, die sind halt immer ein bisschen so die Gearschten, obwohl sie am meisten zahlen, dann werden sie halt noch in so Early Access-Fallen reingelockt. Ja. Mit diesem, ja, zahl 30 Euro mehr für 5 Tage früher spielen. Kann man auch immer sagen, ja, muss ja keiner kaufen, aber das sind ja auch doch, da wird ja ganz bewusst mit Bedürfnissen und Psychotricks gespielt. Ja, und das ist einfach kein fairer Umgang. Wie gesagt, viele Spiele jetzt, ich spiele wirklich auch ja vieles erst recht spät, dann ist halt alles in Ordnung. Oder wenn du eine Generation später spielst, hast du halt gar keine Probleme mehr, ne? Weil, dann läuft halt alles inzwischen. Und dafür liebe ich ja dann auch den PC so sehr. Weil bei der Konsole, naja, da passiert halt nicht mehr so viel. Weil es halt einfach Beschränkungen gibt. Aber wenn du jetzt halt ein 5 Jahre altes Spiel spielst, sieht es, wenn es ein gutes Spiel war, wenn ein Spiel vor 5 Jahren wirklich hübsch war und du spielst es heute, ist es heute immer noch wirklich hübsch. Also da ist kaum was passiert, was jetzt irgendwie ein Spiel schlechter gemacht hat, weil die grafischen Sprünge nicht so krass sind. Und wenn du es halt heute komplett flüssig spielen kannst und wahrscheinlich auch für ein Apple und ein Ei kriegst, muss man auch mal sagen, weil wir vorhin mal drüber gesprochen hatten, von wegen, früher hatten wir halt alle massig Raubkopien von Spielen, hatten, glaube ich, in den 90er Jahren jeder. Also ich habe zwar als Kind jeden Euro oder jede Mark, die ich hatte, habe ich für Spiele ausgegeben, aber es hat ja trotzdem vorne und hinten nicht gereicht. Und natürlich hatten wir halt Raubkopien als Kinder von jedem möglichen Scheiß. Aber selbst mit einer Spielepyramide und so und selbst mit den Spielen, die in Vollversionen von Heften und so drin waren, war das trotzdem noch kein Vergleich zu dem, wie billig du heute spielen kannst. Ja, und wie viel. Also der Season Pass ist halt, da ist so viel drin für so wenig Geld. Es gibt so oft Spiele, Komplettpakete. Game Pass, sorry. Genau, Game Pass. Komplette Spiele mit allen DLCs drin, 5-6 Euro oder so jetzt. Ja, okay. Das hast du so oft. Also auf dem PC, das ist so krass. Und dann diese ganze Backkatalog einfach an Spielen, der da ist. Also man kann heutzutage so günstig spielen. Und wenn dann halt neue Spiele rauskommen, die du auf der teuersten Hardware nicht flüssig spielen kannst, das ist schon echt. Ja, also ich finde die Entwicklung, keine Ahnung, eigentlich müsste es da mal so eine Regulierungsbehörde geben, weil ich meine, das ist halt einfach Verarsche. Das ist halt so, wie wenn du dir, keine Ahnung, du kaufst ja auch kein Auto,
Da fehlt der halbe Motor, sagst du, ja, ist okay, liefern einen Monat später, aber ich gebe dir schon mal die komplette Kohle. Das macht ja auch keiner. Ja. So, dann wird auch sofort irgendwie, könntest du verklagen oder sonst was. Ich finde das halt bei digitaler Ware, das ist noch nicht so ausgereift, irgendwie der Schutzmechanismus. So, das geht in so eine Richtung so, aber dann halt auch nur immer bei so Vollkatastrophen, wie zum Beispiel Cyberpunk auf der Konsole oder so. Ja, okay, da zieht Sony zurück. Mhm. Aber ey, ganz ehrlich, auch selbst bei sowas wie Jedi Survivor so. Ja, vielleicht, das ist noch nicht zu crazy, aber weil du kannst es ja im Auflösungsmodus, läuft es ja okay, so muss man ja auch sagen. Ja. Aber ich fände es gut, wenn dann im Store zum Beispiel stehen würde, Vorsicht, ist noch nicht fertig, oder weißt du, irgend so ein Marker, dass Entwickler oder Publisher eher dafür bestraft werden, wenn das Spiel noch nicht geil läuft, so. Zum Beispiel dann, weil ich meine, jedes Spiel hat heute einen Performance-Modus. Einfach so ein Icon dran, Performance-Modus ist noch kacke. So. Weiß jeder, rotes Ausrufezeichen, okay. So, ne? Sowas fände ich halt, das wäre super user-friendly. So irgendwie. Aber das sind halt geschlossene Plattformen, ne? Das will da ja niemand. Die sind ja alle, ja, die sind ja alle in sich geschlossen dafür, um zu verkaufen. So, also da kommen ja alle so zusammen, komisch, die verkaufen wollen. Ne? Was kommt jetzt hier? Das ist ja geil. Und ja, gerade auch bei Spielen, also ein paar Bugs sind ja auch nicht so wild. Ne? Also man muss ja auch wirklich unterscheiden zwischen, waren so ein paar kleine Fehlerchen und halt wirklich einfach, okay, hier ist alles im Arsch. Ja, klar. Also ich rede wirklich auch nur von so Sachen, so die halt wirklich, also wo es wirklich schon keinen Bock mehr macht. Oh, jetzt kommt es mal. Oh, hinter uns. Oh, was war das denn? Ach, das waren diese komischen Wolken, die haben mich jetzt voll erwischt. Oh Gott. Ja, das. Ist ein guter Zeitpunkt, wir machen ein Päuschen an der Stelle. Ja, Und machen in der nächsten Folge einfach weiter. Volle Konzentration dann, denn es ist ja Bosskampfzeit. So nämlich, ja. Also bis denn, tschüss. Tschüss.